Es freut mich, dass Sie wieder zu unserem Steiermark-Magazin auf Kanal 3 gefunden haben. Eine kleine Frage, sind Sie eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Falls nicht, dann haben wir ein oder zwei spannende Themen in unserem Repertoire für Sie. Wir beginnen aber in gewohnter Manier mit unserem Thema der Woche. Es gibt wohl kaum ein komplexeres Musikinstrument als die Orgel. Unzählige Einzelteile, die feinstens aufeinander abgestimmt sein müssen und auch aufwendig in der Herstellung sind. Und auch der Zusammenbau ist ein wahres Mammutprojekt. Tausende Einzelteile, unzählige Arbeitsschritte und ein hohes Maß an Konzentration und Liebe zum Detail. Eine Orgel zu bauen ist eine echte Herausforderung und sie wird zu Recht als Königin der Instrumente bezeichnet. Wer sich an so ein gewaltiges Vorhaben herantraut, muss schon eine Menge Erfahrung und handwerkliches Geschick besitzen. Zusätzlich ist als Orgelbauer ein gewisser musikalischer Hintergrund notwendig. Walter von Bank ist bereits seit Jahren als Orgelbauer tätig und das sehr erfolgreich. Ich wollte etwas machen, was mir und der Umwelt nicht schadet. Und so bin ich zufällig zum Orgelbau gekommen, weil in der Gegend, wo ich gewohnt habe, in Bregenz, hat es in der Nähe, also das heißt in Schwarzach, eine Firma gegeben, die weltweit Orgeln gebaut hat. Und dort habe ich gefragt, ob ich anfangen kann. Und so bin ich Orgelbauer geworden, ganz zufällig. Bevor man eine Orgel bauen kann, muss diese erst einmal geplant werden. Dafür geht einiges an Zeit auf. Denn jede Orgel ist ein bisschen anders und somit auch die Anforderungen, die an sie gestellt werden. In seiner Werkstatt stellt Walter von Bank zusammen mit seinen Mitarbeitern jedes Einzelteil selbst her, egal ob aus Holz, Metall oder Leder. Also in der Steiermark sind wir sicher die Einzigen und wir sind auch eine der wenigen Firmen, die jetzt zum Beispiel auch die Metallpfeifen selber macht. Da gibt es normalerweise so Anbieter, die speziell Orgelpfeifen herstellen und die Orgelbauer bedienen, die ihre Maße den Pfeifenmachern geben und die erledigen das für die. Wir machen es für uns selber. Mit einem großen Schöpfer wird das flüssige Zinn in den sogenannten Gießschlitten eingefüllt und dann auf dem Gießtisch flächig aufgebracht. Nach dem ersten Abkühlen wird das Metallblech zur Seite gelegt. Aus ihm werden später die Orgelpfeifen in unterschiedlichen Größen und Durchmessern hergestellt. Circa ein Jahr oder mehr kann der Bau einer Orgel, die Walter von Bank herstellt, dauern. Neben der Reparatur alter Stücke werden auch regelmäßig Neubauten in Auftrag gegeben. Bis vor 5 Jahren haben wir öfters neue Orgeln gebaut. Dann haben wir in letzter Zeit eigentlich hauptsächlich restauriert. Und seit Herbst vergangenen Jahres sind wir dabei, neue Orgeln zu bauen. Wir haben jetzt eine kleine Orgel nach Deutschland geliefert, eine in Österreich und jetzt bauen wir die neue Orgel für die evangelische Kirche in Gallnerkirchen. Und wir haben Anfragen für andere neue Orgeln. Also in jeder Kirche steht eine Orgel, die auch geserviced werden müssen und also wir haben zu tun. Wer Orgelbauer werden möchte, kann eine 3,5-jährige Lehre in einem Orgelbaubetrieb machen. Geschätzte 10 Firmen gibt es in Österreich, welche eine solche Ausbildung anbieten. Wir bauen hauptsächlich im traditionellen barocken Stil. Das ist so, also wahrscheinlich 600, 700, 800 Jahre alt, diese Technik der mechanischen Orgel. Im 19. Jahrhundert sind die Orgeln immer größer geworden, in der romantischen Zeit. Und dann hat das nicht mehr funktioniert, dass man rein mechanisch die Orgel bedienen konnte, weil der Tastendruck zu schwer geworden ist. Trotz der unzähligen Teile, die in einer Orgel verbaut werden, kann die gesamte Konstruktion in 3 wesentliche Hauptteile grob gegliedert werden. Das Pfeifenwerk, das Windwerk, zu welchem Gebläse, Bälge, Kanäle, Windkasten und Windlade dazugehören und zu guter Letzt das Regiewerk, unter dem man den Mechanismus versteht, der den Wind durch die Zugänge zu den Pfeifen leitet. Hierzu gehören der Spieltisch, Spieltraktur, Registertraktur. Vom Spieltisch ausgehend wird die Orgel bedient und die Töne gesteuert. Wenn die Organistin oder der Organist am Spieltisch eine Taste drückt, dann bewegt sich ein mechanischer Teil, öffnet ein Ventil und durch die Windlade, also in der Windlade wird das alles gesteuert, welcher Ton gespielt werden kann, das ist sozusagen, wir sagen, das Herz der Orgel. Und dann ist natürlich der Spieltisch, wo die Klaviaturen sind, die Pedalklaviatur, die Manualklaviaturen. Die Organisten spielen mit Händen und Füßen. Wenn die Orgel fertig zusammengebaut ist, muss sie nur noch gestimmt werden, denn schließlich ist neben der beeindruckenden Optik der Sound des Meisterwerks ausschlaggebend.
Das Stimmen ist ein aufwendiger Prozess, der mit besonderer Genauigkeit durchgeführt werden muss. Passt auch der Klang, wird sie wieder grob auseinandergenommen, um dann später in der Kirche wieder aufgebaut zu werden. Ein Meisterwerk der Handwerkskunst, das die Jahrhunderte überdauert hat, mit ihrem speziellen, unverwechselbaren Klang. Kulturfans können sich freuen, beginnend mit Jänner 2024 wird in Lyon wieder ein abwechslungsreiches Kulturprogramm präsentiert. Bei einer Pressekonferenz im Vorfeld haben wir uns dazu informiert. Ein besonders abwechslungsreiches Kulturprogramm gibt es von Jänner bis Juni 2024 in Lyon zu sehen. Die Highlights und der dazugehörige Folder mit Programmübersicht wurden im Zuge einer Pressekonferenz im Stadttheater Lyon präsentiert. Ja, heute haben wir jetzt gerade Markus Hirtler als Ermi-Oma gesehen. Es gibt viele Tourneebühnen, die in Lyon Station machen. Angelika Kirschlager, eine Größe der Opernwelt, Erwin Steinhauer, Gary Seidel, Kabarettist von Rang. Das sind schon Namen, die auch die Leute sicher beeindrucken werden und die Interesse am Kulturprogramm wecken werden. Ich glaube, zwischen Politik und Verwaltung und auch unseren heimischen Protagonisten gibt es ein sehr gutes Einvernehmen bei uns in der Stadt Lyon. Das sehen wir zum Beispiel beim Tag der offenen Tür bei uns im Kulturquartier, auch bei einem Kulturtreff, den wir initiiert haben, ob das der LA Music Club ist, unsere Lectors. Und wir freuen uns natürlich auch über unsere Gäste, die von nah und fern sowohl Besucher sind, als auch bei uns auf der Bühne stehen. Und das Zusammenspiel, glaube ich, kann sich wirklich sehen lassen. Und darum diese 48 Veranstaltungen, die wir jetzt auch wieder auf die Beine gestellt haben für die Monate Jänner bis Juni, sind durchaus vielversprechend und dürften ein breites Publikum ansprechen. Eines steht fest, Kultur hat in Lyon seit jeher einen hohen Stellenwert, was auch die Investition von rund 175.000 Euro in das Kulturprogramm zeigt. Ja, das ist schon seit vielen Jahren so. Wir sind eine Kulturstadt und haben immer Schwerpunkte im kulturellen Bereich gehabt und das werden wir auch weiter fortführen. Wir haben die Konzeption ein bisschen geändert. Wir haben berühmte Persönlichkeiten der österreichischen Kulturszene zu Gast in Lyon, aber wir bauen sehr auf die lokale und regionale Kulturszene. Die Besucher können sich also freuen. Musik, Kabarett, Lesungen, Theater, Workshops, die Liste an Aktivitäten ist lange und von jung bis alt ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Kartenvorverkauf beginnt mit 4. Dezember 2023. Alle weiteren Infos rund um die Veranstaltungen gibt es unter leoben.at zu finden. Eine Krippe ist mehr als nur eine festliche Weihnachtsdekoration. Sie ist ein Symbol für Hoffnung, Glaube und Menschlichkeit. Für Krippenliebhaber gibt es im Eppensteiner Dorfsaal im Murtal eine Hommage an die traditionsreiche Krippendarstellung. Hundert Jahre sind seit der ersten Krippendarstellung von Franz von Assisi vergangen. Dieses Jubiläum haben die Krippenfreunde Steiermark gemeinsam mit der Schnitzgruppe Weißkirchen zum Anlass genommen und die Landeskrippenausstellung 2023 in Eppenstein im Murtal veranstaltet. Bei unserer Landeskrippenausstellung gibt es Krippen aus allen Regionen der Steiermark zu sehen. Wir haben in der Steiermark 9 Gebietsvereine. Und von allen wurden Krippen herbeigeschafft und zusätzlich noch die Krippen von den Krippenfreunden Weißkirchen. Da gibt es Wurzelkrippen, geschnitzte Krippen, orientalische Krippen, heimatliche Krippen, also in jeder Richtung etwas und sogar Laternenkrippen haben wir hier. Je nach Stil, Größe und den verwendeten Materialien investieren die Künstler und Krippenbauer unterschiedlich viel Zeit in ihre persönlichen Prachtexemplare. Eine Krippe ist jedoch immer ein zeitaufwendiges Projekt. Eine Krippe herzustellen, da muss man mindestens einmal rechnen, so mit 50, 60 Stunden. Und je nachdem, wie sehr man die Krippe ausschmücken will und was man alles hineinbauen will, können daraus 200, 300 Stunden auch werden. Da braucht es also nicht nur Kreativität und handwerkliches Geschick, sondern auch Geduld. Und bei jeder einzelnen Krippe sieht man auch die Liebe zum Detail. Aber was ist eigentlich das Schwierigste am Herstellungsprozess? Die größten Herausforderungen sind sicher, dass man die Proportionen einhält, dass das Ganze einen Einklang findet, dass das alles zusammenstimmt. Und zusätzlich braucht man natürlich Gespür bei der Ausführung, dass man das Ganze nicht irgendwie verkitscht. Kitsch ist ganz schlecht und der Sprung von einer schönen Krippe bis zu einer verkitschten Krippe, wo man wirklich zu viel das Ganze überlädt, ist wirklich nur ein ganz ein kleiner.
Rund 70 individuelle Krippen machen den Eppensteiner Dorfsaal zum Schauplatz einer Reise durch die Welt der Krippenkunst. Und die Kunstwerke können dort noch bis 10. Dezember bestaunt werden. Eine coole Idee, gebrauchte Kinderartikel wieder neu aufzubereiten und preiswerter zu verkaufen. Dazu haben wir ein Startup-Unternehmen in Graz besucht. Wir alle wissen, in der heutigen Zeit wird vieles gekauft, das oft gar nicht richtig benutzt wird und später sowieso im Müll landet. Besonders bei Kinderartikeln herrscht hier eine hohe Fluktuation. Ein neues Startup-Unternehmen aus Graz will hier ansetzen und bereits gebrauchte Artikel neu aufbereiten, um so eine kostengünstigere und nachhaltige Alternative zu bieten. Also mit Buygen bieten wir Familien eine Refurbishment-Plattform für den einfachen Kauf und Verkauf von ihren Kinderartikeln. Bei uns können Leute ihre Sachen sofort verkaufen, kriegen auch sofort das Geld dafür und auf der anderen Seite kann man bei uns aufbereitete und vor allem hygienisch gereinigte Kinderartikel preiswert kaufen. Um einen Gegenstand, beispielsweise ein Spielzeug, wieder verwenden zu können, muss es vor allem sauber sein. Deshalb wird jeder Artikel gründlich unter die Lupe genommen. Also wenn die Produkte zu uns kommen, dann schauen wir die einmal an, führen natürlich zuerst da, sag ich mal, Oberflächenreinigung durch. Danach wird das Ganze auch noch hygienisch gereinigt und je nachdem, ob die Sachen kaputt sind, führen wir auch noch kleine Reparaturen durch. Und falls es einmal vorkommen sollte, dass wir Dinge nicht reparieren können, dann machen wir von dem halt Bilder und beschreiben das dann die Mängel auf unserem Onlineshop. Im Sortiment befindet sich alles rund ums Kind, sprich Kinderwägen, Tragen, Babyfone und verschiedenste Spielzeuge und vieles mehr. Aktuell können wir noch keine Kleidung anbieten, einfach weil wir die Reinigung derzeit nicht betreiben können, wir aber die Qualität auf unserer Website natürlich entsprechend bieten wollen. Aber da kann ich schon vorwegnehmen, da wird in den nächsten Monaten auch noch was kommen. Besonders praktisch ist, dass man sich nicht viele Gedanken machen muss, sondern das Startup den gesamten Aufwand des Verkaufs für einen übernimmt. Also am besten gehst du einfach auf unsere Website, da gibt es den Reiter Verkaufen und da musst du einfach kurz schreiben, was ist das für ein Produkt, einfach ein ganz einfaches Bild machen, mit dem Smartphone am besten und dann kommt es zu uns, wir schauen uns das an, bewerten den Preis und antworten dir dann per Mail, was wir dir sofort auszahlen könnten für das Produkt und wenn du damit einverstanden bist, dann findest du in dieser Mail schon ein Versandlevel, das musst du einfach ausdrücken, das Produkt verpacken, zur Post bringen und dann wird es kostenlos zu uns geschickt. Ein cooles und neuartiges Konzept also, das Umwelt und Geldbörse schont. Im Interview der Woche waren wir zu Besuch bei der Schlagersängerin Marlena Martinelli und die hat uns erzählt, was sich in den letzten Jahren so alles bei ihr getan hat. Ja, einmal hatten wir sie schon in unserem Interview der Woche zu Gast. Heute haben wir wieder das Vergnügen. Ich begrüße die Schlagersängerin Marlena Martinelli bei uns. Danke für deine Zeit heute. Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind, dass wir ein tolles Interview machen. Danke. Was ist denn seit dem letzten Interview eigentlich alles Neues passiert in deinem Leben und auch in der Musik? Ja, das Interview ist jetzt schon ein paar Jahre her, gell? Und ja, da ist viel passiert. Da sind sehr viele Auftritte sind dazugekommen. Ein neues Album habe ich produziert. Und dann war ja auch noch die komische Zeit, Corona, wo wir Musiker ja zu Hause waren. Wie hast du da inzwischen Inspirationen geholt oder war das vielleicht gut, um ein bisschen nachzudenken für neue Texte etc.? Ja, das stimmt. Also man hat wirklich sehr viel Zeit gehabt. Ich habe in der Zeit komponiert, getextet und immer dran gearbeitet. Also ich bin jetzt nicht daheim gelegen und habe gewartet, bis es wieder weitergeht, sondern ich habe versucht, immer weiter zu arbeiten. Was könnte ich wieder rausbringen, was für einen Titel und so weiter. Und ja, die Zeit, also die ersten 2-3 Monate habe ich richtig genossen, weil auf einmal der Druck irgendwie weg war. Man hat so viel vorgehabt in dem Jahr und dann auf einmal war nichts mehr. Und dann habe ich mich schon richtig gefreut, wie es wieder losgegangen ist. Wenn du jetzt so ein Lied entwickelst zu Hause und eben, wie man gesagt hat, die Inspiration kommt, was ist denn da das Wichtigste und was sind denn deine wichtigsten Themen, die du da irgendwie verarbeiten möchtest? Naja, es ist ja immer interessant, was ich so höre von den Freundinnen, was man so erzählt kriegt. Manche haben ja Liebesprobleme. Und kennen wir alle. Kennen wir alle. Leider. Und die erzählen mir immer viel rundherum und dann denke ich mir, ah, das passt halt wieder gut für einen Text, was halt so passiert. Und dann hat es einen Song gegeben, der heißt Bleib dir selber treu. Mhm.
Das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich über das singe, dass man sich nicht verstellen soll, weil ich habe das auch nie gemacht. Ich habe geschaut, dass ich immer authentisch bleibe. Und es hat Gott sei Dank funktioniert, weil ich mir selbst treu geblieben bin. Weil am Anfang, wie ich angefangen habe, wollte man mich ja auch ein bisschen verstehen. Ah, Marlena, wenn du Hochdeutsch singst auf der Bühne, das kommt nicht gut, wenn du da im Dialekt sprichst. Und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht, ich bin eine Steirerin und ich will das so und die Leute kennen mich so. Also da habe ich mich schon durchgesetzt und ja, vom Stil, von der Kleidung her, jeder wollte mir irgendwie dazu rennen. Aber ich habe es dann geschafft, dass das so geworden ist, wie ich das wollte. Das wäre eine Frage von mir auch gewesen, nämlich wie schwer ist es da eigentlich in dieser Branche authentisch zu bleiben und was bedeutet das eigentlich? Du hast es eh schon grob beantwortet, ja. Aber kann man da noch ein bisschen in die Tiefe gehen vielleicht? Ja, also einfach das Normalbleiben, würde ich mal sagen. Meine Eltern war das auch immer sehr wichtig, dass ich mich irgendwie jetzt nicht verändere, nur weil ich da ein paar Mal auf der Bühne stehe oder im Fernsehen bin oder irgendwas. Also die haben mir schon den Halt gegeben, muss ich sagen. Das ist, war immer meine Eltern sehr wichtig. Ich bin ja beim Bauernhof aufgewachsen, da in Semriach. Und ja, das war auch sehr wichtig, dass ich ja nicht abhebe oder irgendwas. Aber Gott sei Dank, ich habe da nicht irgendwie, ich bin da nicht in die falsche Richtung gekommen. Gott sei Dank. Und ja, ich bin wirklich so, wie ich bin. Und meine Freundinnen lachen immer, wenn sie mich auf der Bühne sehen, weil sie sagen, wieder heim. Ganz gleich. Ich lache sehr gerne, ich mache gerne einen Schmäh. Und einfach, ich verstehe mich wirklich nicht. Das heißt, du hast eigentlich schon früh zu dieser Musik eine Verbindung aufgebaut. Was glaubst du, ist eigentlich so das Erfolgsrezept von Schlagermusik? Kann man das ein bisschen benennen? Ja, also wie ich angefangen habe, 2003, da war ja groß der Grand Prix der Volksmusik und so weiter. Und das war ein riesiges Sprungbrett. Aber da war das überhaupt noch nicht cool, muss ich sagen. Jetzt ist es wirklich so, dass Schlager total trendig ist. Die Jungen hören das, wir schreiben Junge an über Instagram und Facebook und so weiter und mir gefällt das voll. Das sind teilweise 15, 16, 17-Jährige und das ist einfach, ich glaube schon auch damals durch die Helene Fischer, dass das richtig cool geworden ist und Andreas Cavalier. Gibt es ja, ich meine, bei anderen Musikrichtungen gibt es ja auch unterschiedliche Genres, Unterteilungen. Ist das beim Schlager, ich kenne mich nicht so gut aus, ist das beim Schlager auch so, dass man sagt, das ist mehr so die Richtung Schlager, das ist mehr die Richtung Schlager? Ja, oder schon. Ist das alles ein Sammelbegriff und kann man das gar nicht so differenzieren? Nein, ich muss schon sagen, ich habe schon eher angefangen mit einem volkstümlicheren Schlager, der ist so wirklich so lieb, gemütlich, also ins Volkstümliche. Und jetzt bin ich schon sehr modern geworden. Also jetzt ist er schon ein deutscher Schlager. Und dann gibt es noch den Pop-Schlager, was Vanessa Mai und die ganzen machen. Und ja, man, es gibt schon unterschiedliche. Aber ich bin sogar damit, ich meine, vom volkstümlichen Schlager habe ich mich schon verändert, weil es schwierig geworden ist, dass man dann im Radio gespielt wird mit den Songs. Aber ich habe immer trotzdem Lieder gemacht oder aufgenommen, die was mir gefallen. Und wo ich weiß, das ist noch eine schöne Melodie und das taugt mir. Alles andere würde ich nicht nehmen, nur weil es jetzt gerade voll in ist. Wenn es mir nicht gefällt, weil ich muss es dann präsentieren auf der Bühne. Wie haltest du da eigentlich, ich meine, du musst ja dafür singen, wie haltet man da seine Stimme fit und wie weiß man, wann man schon dieses Level erreicht hat, dass man sagen kann, man singt jetzt gut oder sehr gut, wie lange dauert das? Ist ein langer Prozess? Muss man dafür Trainingsstunden investieren oder wie tut man das? Lernt man das alles selber? Also ich muss schon lachen, ich habe gerade letztens wieder mal mein erstes Album angehört und man merkt da schon einen Unterschied. Ich meine, da kommt dann die ganze Erfahrung dazu und die Routine einfach. Ich war am Anfang immer total nervös auf der Bühne und dann hat die Stimme schon gewackelt und dann denke ich mir, nein, daheim habe ich mich dann immer geärgert, weil ich mir gedacht habe, warum war ich so nervös? Weil dann hätte es funktioniert mit den Tönen und das ist jetzt alles weg. Natürlich bin ich gleich nervös, aber ich habe das voll im Griff. Ich weiß, ich gebe jetzt alles und ich will die Leute glücklich machen und man verändert sich schon. Und mein Rezept, ich trinke jeden Tag Ingwerwasser. Ach, hört sehr gut an. Also das ist für die Stimme das Beste. Weil du gesagt hast, nervös, auch wieder eine Frage, die, also, was mich, nein, das passt perfekt, die was mich interessiert hat, hast du vielleicht auch manche Künstler einmal so Rituale, bevor sie auf die Bühne gehen, die was sie da durchführen, damit sie entspannter sind, hast du so, auch so irgendwas? Ja, ich tue dreimal ganz tief durchatmen, wirklich ganz tief und dann gehe ich auf die Bühne und dann merke ich, dass ich auf einmal ruhiger bin, das mache ich immer. Okay, und dann ist die Nervosität komplett verflogen? Nein, ich bin immer nervös. Das ist einfach, ich will einfach so. Gehört dazu? Ja, das gehört dazu. Ich glaube, wenn man das nicht mehr hat, dann
ist es nicht mehr gut auf der Bühne. So spüren das die Leute. Und ich finde es so schön, wenn sie mal herkommen zu mir und sagen, sie spüren richtig, dass ich eine Freude habe auf der Bühne. Und das, wenn man das hört für die Leute, dann weiß ich bin noch voll richtig. Ich bleibe noch auf der Bühne länger. Wenn du sagst, die Leute spüren das, wie baut man eigentlich am besten den Kontakt zum Publikum auf? Wie macht man das am besten? Über Emotionen, denke ich, oder? Schon, ja. Ich meine, es ist so, dass ich, bevor ich jetzt auf die Bühne gehe, schon sehr, also mir Zeit nehme für die Leute, die kommen, weil die freuen sich ja, die wollen die kennenlernen. Und da schaue ich vorher schon, dass ich Gespräche führe mit den Leuten und ja, und auch danach. Und weil es ist lustig. Viele sagen, so hätten wir die gar nicht eingeschätzt und irgendwie, die müssen die wirklich erst kennenlernen, wie man richtig ist. Mhm. Weil auf der Bühne, ja, wissen sie auch nicht 100%, ob ich dann wirklich so bin. Und dann kommen sie halt her zu mir, da machen wir Fotos. Und man baut, in die ganzen Jahre habe ich mir schon sehr viele Freundschaften aufgebaut mit den Fans. Und ich bin so stolz, dass sie immer wieder kommen und ob wir in Oberösterreich singen, fahren sie noch oder so weiter. Und das finde ich schön. Mhm. Merken die Leute das auch, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal so, jetzt vielleicht die Emotion einmal nicht so stark ist, wenn man vielleicht einen schlechten Tag hat oder ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da auf der Bühne steht oder wenn man wirklich voll in dem Lied drinnen ist, merkt man dann einen Unterschied von der Reaktion des Publikums? Ist das schon gegeben? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, das hört sich vielleicht jetzt nicht so, das hört sich komisch an, wenn ich sage, ich bin nicht schlecht drauf, wenn ich auf die Bühne gehe, aber okay. Es ist wirklich so. Da schalte ich komplett aus, ja. Da ist das meins. Das liebe ich, wenn ich da oben stehe und meine Lieder singe und die Leute singen mit, da vergisse ich alles rundherum. Aber wenn man jetzt sicher hat jeder mal Probleme, das ist ganz klar. Und jeder ist einmal traurig, besonders wenn man einen Verlust hat in der Familie oder irgendwas, das merken die Leute schon. Also die wahren Fans kommen dann her, du wirkst ein bisschen traurig. Ich weiß, du überspürst es, aber wir spüren das. Okay, also wissen sie es sehr wohl. Also kommt dann doch immer die gute Energie, wenn man dann in seinem Element drinnen ist. Hast du eigentlich auch... wie soll ich sagen, so Einflussfaktoren, Wegbegleiter gehabt oder Leute, die dich stark geprägt haben in deiner Karriere, wo du vielleicht auch sagst, ja, da habe ich mir vielleicht auch ein bisschen was abgeschaut oder das habe ich gut gefunden und das habe ich für mich übernommen. Ja, wie ich angefangen habe, war total die Claudia Jung, der Superstar, der deutsche Schlagerstar und von der, also von der Claudia Jung habe ich mir sehr viel abgeschaut, muss ich ehrlich sagen. Allein die Lieder, die Richtung, das hat mir immer gefallen, die hat so schöne Melodien gehabt und das hat mir voll, also da war ich ja totaler Fan von ihr. Und das war ja lustig, ich habe sie dann getroffen in Deutschland bei einer Fernsehsendung und habe ihr das dann gesagt. Und das hat ihrer wiederum auch total gefreut, weil ich so ehrlich war und gesagt habe, dass ich eigentlich ein totaler Fan von ihr bin. Und ja, es haben mich einige geprägt in der Branche. Damals der Walter Reischl von den White Stars, der hat eigentlich gesagt, Marlena, du warst als guter Schlagersängerin. Also er hat mich ermutigt, dass ich den Schritt gehe. Ich war ja damals bei einer volkstümlichen Gruppe dabei. Ich habe mit meinem Papa und mit den Geschwistern musiziert. Und da hat er aber schon immer gesagt, der Walter Reischl, irgendwie sehe ich bei dir, du wärst eine Schlagersängerin, original. Also an dich geglaubt. Er hat an mich geglaubt. Ja. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, ich probiere jetzt ein Lied aufzunehmen von der Claudia Jung und schicke das der Plattenfirma. Und die haben dann gesagt, passt, wir machen ein Album mit dir und so. Ist das dann weitergegangen? Nicht schlecht. Ja. Wie gehst du eigentlich, ich meine, wenn man jetzt eine Person ist des öffentlichen Lebens, wie geht man da mit Kritik zum Beispiel um? Weil das trifft ja jeden Menschen, der was in der Öffentlichkeit steht, irgendwie, irgendwann einmal, da kommt keiner aus. Wie ist das für dich? Ja, kommt drauf an, wenn es eine Kritik ist, was, ich meine, wenn es stimmt, ich vertrage das schon. Sicher, ja. Ja, wenn ich irgendwas nicht so gut gemacht habe, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, dass die Größeren da schon schwieriger haben. Also so wie Helene Fischer oder die ganzen Namen. Da tue ich mich noch nicht so schwer. Ich habe jetzt nicht unbedingt diese Hater da auf Instagram und Facebook. Ja. Die habe ich Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Muss ich jetzt auch sagen. Kann man auch froh sein. Muss ich sagen. Und das ist ganz selten, dass irgendwas einmal was Böses dabei wäre. Muss ich echt. Da habe ich jetzt echt ein Glück. Das ist schön. Würdest du noch, oder hast du irgendwelche Tipps, die was du vielleicht noch jetzt abschließend Leuten, die was da neu in dieses Schlager-Business einsteigen, mitgeben könntest? So Nachwuchstalenten, irgendein paar Leitsätze? Ja, authentisch bleiben ist das Allerwichtigste. Ja, nicht verbiegen lassen
und so bleiben, wie es sind, und viel Geduld muss man mitbringen. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Die Geduld, weil die habe ich auch haben müssen. Das war jahrelang ziemlich schwer. Das glaube ich, dass das ein Prozess ist, das ganze Jahr. Genau. Dann sage ich danke, Marlena, für das Gespräch und noch weiterhin viel Leidenschaft, Energie auf der Bühne. Danke dir. Der HSG Bernbach gastiert am 17. Dezember in Bruck an der Mur. Das Heimspiel in der HLA Meisterliga. Die BC Füchse gegen den HSG Bernbach. Sonntag, 17. Dezember ab 18.30 Uhr in der Sporthalle Bruck an der Mur. Powered by Einetz. Leistbares Wintererlebnis im steirischen Familienskigebiet Grebenzen. Schneevergnügen und Pistenspaß im 4-Sterne-Hotel Auszeit in St. Lambrecht. Mit Halbpension und 35% Rabatt auf Skipässe. Ab 750 Euro pro Zimmer. Leistbarer Winterurlaub. Jetzt buchen. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Oft sind Schulen Orte von Mobbing und Gewalt. Wie es wirklich hinter den Schulhöfen aussieht, hat eine Bestandsaufnahme eines Grazer Meinungsforschungsinstituts in Zusammenarbeit mit der AK Steiermark ans Licht gebracht. Über 800 steirische Schüler und Schülerinnen wurden im Zuge einer durch die AK Steiermark in Auftrag gegebenen Bestandsaufnahme des Grazer Meinungsforschungsinstituts BMM zum Thema Mobbing und Gewalt im Schulbereich befragt. Bei einer Pressekonferenz wurden die Ergebnisse präsentiert und diese sind mehr als erschreckend. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema seit 8 Jahren bereits und das ist die 4. Studie, die wir durchführen haben lassen. Und es ist deshalb so wichtig, weil das Thema Mobbing und Cybermobbing an den Schulen ganz erheblichen Einfluss auf die Schülerinnen, auf die Pädagoginnen, auf die Eltern und auf das zukünftige Leben der Schülerinnen und Schüler hat und damit auch auf unsere Gesellschaft. Und es ist eigentlich ziemlich bedauerlich, dass sich der Zustand in den Schulen nicht wirklich gebessert hat. Die Gründe für Mobbing sind vielfältig. Frust, Aggression, Neid und Langeweile oder der Zwang, sich etwas zu beweisen, kann jemanden schnell zum Täter machen. Auch das digitale Verhalten hat sich verändert. Für mehr als 70% der Schüler ab der 9. Schulstufe hat sich der Konsum von sozialen Medien seit Corona erhöht, wodurch auch das Internet vermehrt zum Ort von Mobbingattacken wird. Was man eindeutig merkt, die jungen Menschen wollen mehrheitlich das für sich selber lösen. Das funktioniert aber nicht. Daher ist der Ruf laut bzw. deutlich in Richtung im Schulalltag andere Themen und Inhalte bearbeiten, wie zum Beispiel Wertewelt, Zivilcourage und allen voran das Thema soziales Lernen, damit Mobbing, Cybermobbing als solches nicht nur erkannt, sondern auch langfristig gelöst wird. Bei der Umfrage im schulischen Umfeld gaben 65% an, dass es Schüler gibt, die von Mobbing oder Cybermobbing betroffen sind. Damit einhergehend steigt auch die Zahl der Gewalttaten und Sachbeschädigungen in den letzten Jahren.
Tatsache ist, bereits in der Volksschule gibt es so etwas wie Mobbing und Cybermobbing. Und das hört während der ganzen Schulzeit nicht auf. Was erstaunlich ist, es treten aber auch keine Gewöhnungseffekte ein. Daher muss man davon ausgehen, es muss gelöst werden, weil die jungen Menschen sich daran nicht gewöhnen und als solches auch nicht der Grund darin liegt, dass man ein bisschen Ärgern aushalten muss. Es geht nicht um Befindlichkeiten, es geht um die Tatsache der Lebensqualität. Mobbing kann also fatale Auswirkungen auf das weitere Leben der Betroffenen haben. Nicht nur das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, sondern die gesamte psychische und körperliche Verfassung kann darunter leiden. Wichtig ist, sich rechtzeitig an Beratungsstellen zu wenden oder psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zudem muss in Zukunft an den Schulen vermehrt über dieses Thema aufgeklärt werden, damit Mobbing künftig keine Chance mehr hat. Fürs Spontan der Woche waren wir diesmal auf dem Weihnachtsmarkt in Knittelfeld und haben uns bei den Besuchern umgehört, was sie an den Adventmärkten am meisten lockt. Spontan! 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 Spontan natürlich! Was lockten Sie am meisten bei den Adventmärkten an? Wenn man einen guten Glühwein kriegt, passt das, die Stimmung, ein bisschen Musik, ein bisschen Einstimmung in Advent reinkippen, abschalten, das Jahr gut ausgehen lassen. Das war's eigentlich. Wo gehe ich eigentlich nie vorbei, dass es überall was frisch gemachte, hausgemachte Keks, Pralinen und so Sachen gibt oder hausgemacht oder selbstgemachte Adventkränze. Das ist einmal das Wichtigste, alles was selbstgemacht ist, hausgemacht, wo der Duft schon anzieht, eigentlich das Feeling von Adventzeit, das ist wichtig. Die Stimmung, die Atmosphäre. Und dass viele Leute immer da sind. Ja, alles. Musik und alles, was hier es gibt. Allgemein. Also einmal die Stimmung, was wir da haben. Jetzt warten wir nur mal auf den Schnee, was ist. Und dass wir mit der Jugend da spielen können. Also, und das Gesellschaftliche, ja, das gefällt mir. Einfach das Weihnachtliche, der Zusammenhalt. Die Leute sind wieder ein bisschen zugänglicher, sage ich einmal. Der Glühwein natürlich, es riecht gut, Maroni, Keks und so weiter. Ja, dass man was trinken kann, gemütlich zusammen sein kann, ein bisschen tratschen kann, säßen kann. Ja, das gemütliche Zusammenkommen, dass man Leute trifft, gemütlich einen Glühwein trinkt, um das geht es glaube ich in der Zeit auch besonders. Wenn Sie am Markt sind, wie lange bleiben Sie im Schnitt? Es kommt darauf an, wenn man alle trifft, aber ich glaube, heute schaut es nicht schlecht aus, dass wir länger da bleiben. Ja, wir können da in Arnold von der Feuerwehr, mein Freund ist von Knittelfeld. Ich bin von mir Zuschlag und so 3-4 Stunden sind wir jetzt ja da. Also voriges Jahr waren wir sehr fleißig da, ja. Bis zum Schluss. Um 21.45 Uhr gibt es den letzten Glühwein und dann sollte man es ausgehen lassen. Ja, eine halbe Stunde, Stunde. Die durchschnittliche ist je nachdem so eine Stunde, sage ich mal. Ist sicher, dass man durchschaut, je nach Größe natürlich, aber im Schnitt eine Stunde wird schon dauern. Spontan! 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 Spontan natürlich! Graz raucht in den Köpfen die neue Industrie. Gregor Wittalm spricht dazu mit Magister Nina Zechner im Stadtgespräch. Hallo und willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind mitten in der Adventszeit. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie haben wenig Stress und sind gute Kauflaune. Heute bei den Stadtgesprächen. Wir sind immer noch bei Van den Berg zu Gast und ich begrüße heute eine junge Dame, die Magistra Nina Zechner. Und sie steht für die junge, dynamische Industrie in unserem Land, die wir haben. Graz raucht, aber da rauchen nicht mehr die Schlote, meine Damen und Herren, bei der Industrie. Da rauchen viel mehr die Köpfe und das umso intensiver. Und darüber wollen wir heute in den Stadtgesprächen reden. Ich freue mich sehr auf Sie und ich freue mich auf die Nina Zechner. Sie ist die Geschäftsführerin der Industriellen Vereinigung in der Steiermark. Ja, freue mich. Liebe Nina, ich sage die junge, dynamische Industrie. Ich rede von der jungen, dynamischen Nina Zechner. Erzähl mir selbst, wie siehst du und wie lebst du Industrie in der Steiermark heutzutage? Wie muss man Industrie in der Steiermark heute verstehen und denken?
Also die Industrie in der Steiermark, die ist was extrem Spannendes. Sie ist extrem vielseitig, sie steht für extrem viele Arbeitsplätze. Wir haben direkt an die 120.000 Menschen, die bei uns beschäftigt sind. Wir haben eine steirische Industrie, die für Innovationen steht, die sehr viel in Forschung und Entwicklung investiert und damit eine der höchsten Forschungs- und Entwicklungsquoten im europäischen Schnitt aufweist, nämlich über 5%. Das Spannende aber ist vor allem, dass wir mit diesen Forschungen und mit diesen Innovationen einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das heißt, wir sind Teil der Lösung, wir liefern Hightech-Produkte, wir entwickeln Dienstleistungen, die unterstützen, dass CO2-Emissionen eingespart werden, dass Prozesse energieeffizienter werden und vieles mehr. Aber wie schwer und wie leicht ist, ich meine, wie gesagt, du bist ein junger Mensch und du bist insofern auch authentisch, weil du auch als Mensch, Nina Zechner, sowas wie Zukunft in dir trägst. Ja, also das ist nicht so ein altvorderer Industrieller, wie man sich das noch so von Erzherzog Johann Zeiten vorstellen kann, sondern es sind eben nicht mehr die rauchenden Schlote, es sind junge, dynamische Menschen. Und wie schwer, wie leicht hat man es bei deinesgleichen, und wir sind ja bei du, ich glaube, das darf man auch so sagen, auch hier genau in diese Richtung zu überzeugen, dass Industrie, du sagst, ein aktiver Teil der Lösung ist. Absolut, und ich glaube, man muss gar nicht so viel überzeugen. Ich glaube, es spricht einfach für sich. Es sind gute, spannende Arbeitsplätze, die da geboten werden. Es sind Arbeitsplätze, wo man dazu beitragen kann, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Man kann aber auch, und wir sind hier in einem Duftrausch der internationalen Gewürze, es ist auch die steirische Industrie, die nach draußen geht. Wir haben eine Exportquote von 75%. Das heißt, 3 von 4 der hier produzierten Produkte gehen in alle Welt. Das heißt, man kann als junger Mensch von der Steiermark heraus auch wahnsinnig international tätig sein. Also es gibt ganz, ganz viele Pros für die steirische Industrie. Die rauchenden Schlote, die sehen wir schon sehr, sehr viele Jahre nicht mehr. Das ist leider noch immer in den Köpfen der Menschen. Ja. Aber wenn man sich die Industrieproduktionen von heute anschaut, das geht von Reinraumtechnologie bis hin zu modernsten Hightech-Produktionsstätten. Das hat mit dem alten Bild schon sehr lange Zeit überhaupt nichts mehr zu tun. Und das sind ja auch die Menschen, die Industrie tragen, also die Industriellen, wenn man so sagt. Und du hast mir vorhin erzählt, du warst gerade in Helsinki bei einer Start-up-Konferenz, also die jungen, wilden, dynamischen, die in die Industrie denken, die kommen ja auch schon mit einer ganz neuen Denke rein, ne? Könnte ich mir vorstellen. Und inwieweit kann da die Industriellenvereinigung, für die du ja stehst, ein geeigneter Orientierungsrahmen sein für solche Menschen, die sagen, soll ich es probieren oder soll ich es nicht probieren? Also ich hoffe, dass ganz viele es probieren möchten und auch den Weg in die steirische Industrie finden oder aber in Form einer Kooperation mit der steirischen Industrie sich da verwirklichen können. Du hast das Thema Startups angesprochen, ein Thema, das uns ganz besonders am Herzen liegt. Die Steiermark, die ist ein Innovationsland, die Steiermark ist ein Forschungs- und Entwicklungsland. Wir haben eine einzigartige Symbiose hier bei uns von Wissenschaft, nämlich unsere tollen Hochschulen mit der Industrie, und dann haben wir auch noch das ganze Thema der Startups mit dabei. Das ist etwas Einzigartiges, das finden wir nicht so oft in Österreich, und hier gibt es die Möglichkeit, dass Corporates, also etablierte Unternehmen, mit Startups zusammenarbeiten. Ja. Das befruchtet sich und hebt gleichzeitig wieder die Innovationskraft im ganzen Land. Wenn wir jetzt von den Branchen ein bisschen reden, dass wir gerade von dir vielleicht so ein bisschen am Bogen, wir haben einerseits eben die immer noch in der Denke rauchende Metallindustrie, die aber, siehe Kapfenberg und Vöst, auch schon längst auf Hightech ist und auch im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes. Bis hin, wohin geht's? Was ist so jung, neu, wild in der Industrie von den Branchen her, wo du sagst, dahin geht ganz eindeutig der Trend? Ich glaube, es sind weniger die Branchen als die Technologien. Und wie gesagt, es raucht auch diese Industrie nicht mehr. Aber die Köpfe, wie gesagt. Die Köpfe schon. Köpfe, aber gerade die heimische Stahlindustrie nimmt sehr viel Geld aktuell in die Hand. Stichwort Green Tech Steel, Stichwort Reduktion CO2-Emissionen. Also ich glaube, es sind die Technologien, ich glaube, es sind die Anwendungen und die Produkte, die besonders spannend sind, die Menschen attraktivieren und anziehen. Wie gesagt, wir sind mit dabei, wenn es darum geht, erneuerbare Energien auszubauen mit unserem Know-how, mit unseren Technologien. Das reicht von Turbinen bis hin zu konkreten Anwendungen im Softwarebereich, um Dinge effizienter zu machen. Und da hat die Steiermark, auch wenn sie klein ist, einen massiven Impact auf der ganzen Welt. So gelingt es uns beispielsweise, durch steirische Technologien jedes Jahr über 700 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Und das ist im Ausmaß eines großen Landes, wie zum Beispiel das Deutschland ausstoßt. Also in dieser Dimension sprechen wir da.
Wir erleben ja gerade die Weltklimakonferenz in Dubai, wo es genau um diese Themen geht. Du sagst, die Steiermark hat da einen ganz wesentlichen Teil. Natürlich, wenn man es auf die ganze Kugel, auf den Planeten sieht, ist es ein kleiner. Aber die sind ja oft umso wichtiger. Es sind die vielen Kleinen, die was voranbringen können. Das große Ganze wird uns wahrscheinlich sowieso nicht gelingen. Aber inwieweit kann man hier auch, und jetzt frage ich dann für die industriellen Vereinigung, auch hier die richtigen Bahnen lenken und geben, dass Industrielle oder die sich dafür interessieren oder eben die jungen Wilden eben mit Rückenwind genau in diese Richtung gehen. Denn das alles kostet ja auch Geld. Ja? Geld, Logistik, Organisation, wie könnt ihr da bisschen anschirmen? Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt in diesem Zusammenhang ist das Thema Ausbildung und Bildung. Mhm. Wir sind dafür, dass wir in der Steiermark und in ganz Österreich einen MINT-Turbo zünden, denn es sind diese Jobs, es sind diese Fachbereiche, wo man wirklich einen Impact hat, wo man wirklich was erreichen kann. Wenn ich MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in meiner Ausbildung habe, dann habe ich im späteren Verlauf auch die Chance, als Technikerin, als Naturwissenschaftlerin einen Beitrag zu leisten. Wenn ich eben innovative Produkte mitentwickle, dann habe ich einen unglaublichen Multiplikatoreffekt. Und wenn ich in der Steiermark heraus beim innovativen Produkt mit dabei bin, das es weltweit schafft, energieeffizienter zu sein, Emissionen einzusparen, dann habe ich einen unglaublichen Beitrag geleistet. So klingt es ja sexy. Es ist sexy. Es ist sexy, aber wir haben genau an dieser Stelle natürlich auch geredet und darüber gesprochen schon, wie sich Vorstellungen, Perspektiven gerade von jungen Menschen und was ihre Arbeitswelten betreffen, verändern. Ja? Also, wie sieht es denn in der Industrie aus? Habt ihr Sorgen, dass da genau die Menschen so nachkommen, wie du sie gerade beschrieben hast, oder läuft es eh? Also ich glaube, die Sorge, dass die Menschen so nachkommen, das betrifft, glaube ich, alle Branchen weit über die Industrie hinaus. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Wir waren inzwischen auch schon beim Arbeitskräftemangel. Das hat viele Ursachen. Wir haben ein demografisches Problem, das jetzt einfach sehr schlagend wird. Die Babyboomer gehen in Pension. Also es gibt eine Fülle an Faktoren, die das beeinflussen. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass man als Branche, dass man als Unternehmen für junge Menschen, aber auch darüber hinaus für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiv ist. Da leistet die Industrie schon extrem viel. Ja. Sie passt sich extrem auf die Lebensumstände ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Es gibt eine Fülle an Incentives, an Maßnahmen, damit die Menschen, die bestmögliche Arbeitsumgebung vorfinden, in der sie sich wohlfühlen und in der sie sich eben verwirklichen möchten. Also aus deiner Sicht höre ich, die Industrie und ihre Betriebe tun, was sie können, aber es hat natürlich alles seine Grenzen. Wir haben sie ja auch, es braucht immer einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Und ja, ich sage mal, wenn du das Thema Arbeitsplatzqualität ansprichst, dann muss man sich auch den gesamtgesellschaftlichen Rahmen anschauen. Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Thema Kinderbetreuung, das uns ein sehr großes Anliegen ist in der steirischen Industrie. Denn nur wenn ich Kinder gut betreut weiß, und da geht es uns vor allem darum, dass Kinder das Recht auf Bildung ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt dann haben, dann kann man beispielsweise darüber sprechen, dass man Teilzeitquoten ausweitet, ein sehr wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel. Aber das wird die Industrie alleine wahrscheinlich auch nicht erheben können oder zumindest auch nicht jeder Betrieb. Wir leben deshalb ja Rahmen. Ja. Also. Wir leben in einem Land der kleinen und mittleren Betriebe. Natürlich haben wir auch große Player. Also das heißt, ich höre auch raus, der Rückenwind für die industriellen Vereinigung und in weiterer Folge für die Industrie und ihre Betriebe müsste da schon von der Politik kommen, dass genau dieser Rahmen auch so gezimmert ist, dass sich die Betriebe darin bewegen können, weil es auch Geld kostet. Es kostet Geld, aber wir setzen hier immer auf Kooperation und wir treten immer dafür ein, dass die Steiermark ein attraktiver Lebens- und Arbeitsraum ist. Und natürlich braucht es dafür Stakeholder, die ineinander greifen und die zusammenarbeiten. Und haben wir das? Ich glaube, dass wir das über weite Strecken haben. Natürlich gibt es aktuell eine Fülle an Herausforderungen. Es gibt mehrere Baustellen, wenn man so sagen möchte. Das Thema Vereinbarkeit ist das eine, andere sind die Energiekosten, wir haben eine Rezession, wir haben eine sehr hohe Inflation, es sind also die Entscheidungsträger sehr gefordert, aber wir nehmen das Klima als ein kooperatives wahr, sind aber auch immer wieder diejenigen, die sagen,
da oder dort gilt es, den Fokus drauf zu legen. Das ist ja als Interessensvertreter, die ihr seid, genau euer Job. Ja, das ist klar. Wir haben jetzt gerade die Industrie und im Speziellen die Metallindustrie war uns ja jetzt sehr nahe mit einem sehr zähen Lohnpoker. Wir haben einen Abschluss und das ist gut so und es sind im Grunde jetzt mal alle froh, dass es gelungen ist. Aber es hat auch gezeigt, dass genau diese Rahmenbedingungen, die du gerade beschrieben hast, also wirtschaftlich haben wir schon bessere Zeiten gesehen, die Inflation ist immer noch viel zu hoch, gleichzeitig fehlen Mitarbeiter, dass die Rahmenbedingungen des Deals doch auch andere geworden sind. Also es geht nicht nur mehr um attraktive Arbeitsplätze, sondern der Umgang miteinander seitens der Unternehmen mit Belegschaft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann in weiterer Folge mit dem gesamten Land, da hat sich doch einiges verschoben, oder? Also ich glaube, der Ton war heuer ein anderer. Mhm. Und es ist vielleicht auch ein Stück weit der Gemengenlage an Herausforderungen geschuldet. Für uns ist einfach wichtig, dass die Unternehmen Planungssicherheit haben. Und dieser Abschluss, der jetzt ja auch auf 2 Jahre angelegt ist, das ist ein ganz wesentlicher Beitrag, damit Unternehmen planen können und in weiterer Folge auch um ihre Wettbewerbssicherheit wissen. Aber, und das ist nur die Frage, wie gesagt, es sind immer zwei Beteiligte. Das eine ist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, okay, es ist ja auch verständlich menschlich, ich muss zumindest auf Null wiederkommen am Ende des Tages mit der Inflation. Und wir haben andererseits Betriebe und auch kleinere und mittlere, die es wahrscheinlich nicht so leicht haben, sowas zu unterstemmen, oder? Gar nicht leicht. Und ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben 75% Exportquote. Unsere Unternehmen bewegen sich auf globalen Märkten, sind international aufgestellt. Und da geht es einfach um Wettbewerbsfähigkeit. Da geht es darum, dass man mit seinen Preisen wettbewerbsfähig ist und vieles mehr. Und sehr hohe Lohnabschlüsse drücken diese Wettbewerbsfähigkeit und schaden auf langer Sicht auch dem Standort. Und traut man sich da, und du bist ja mittendrinnen, man schaut ja, wie gesagt, nicht nur auf die Gegenwart, sondern vor allem auf die Zukunft, auf die nähere und auf die weitere. Das war zumindest immer so. Und da konnte man ungefähr sehen, okay, wohin läuft der Trend, wie wird es sich entwickeln, wo sind die Märkte vor allem, wo wir als Steiermark aufschlagen können. Kann man, du sprichst von einer Gemengenlage, ne? Das ist so viel Themen, die uns beschäftigen. Kann man seriöserweise noch gemeinsam in eine ganz konkrete Zukunft schauen oder braucht es jetzt schon viel mehr an Flexibilität und schneller Reaktion auf Dinge, die passieren und die eintreten oder eintreten könnten? Also ich glaube, das mit der Zukunft, das ist auch immer ein Stück weit in die Glaskugel zu schauen und daher recht schwierig. Es ist, glaube ich, umso wichtiger, dass einerseits, dass wir flexibel und dynamisch bleiben. Ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt auf der Unternehmensseite. Ja. Aber dass es auf der anderen Seite darum geht, dass man die Voraussetzungen im eigenen Land, am Heimatstandort, wenn man so möchte, dass man die bestmöglich ausgestaltet und dass man hier für die Unternehmen den bestmöglichen Rahmen schafft, damit man sich dann auch möglichst flexibel auf Einflüsse von außen einstellen kann. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aufgabe, vor der wir permanent stehen, wo wir als industriellen Vereinigung auch immer konstruktiver Partner sind und immer wieder mal aufzeigen, wo gibt es Handlungsbedarf. Und ich glaube, da gilt es, Hausaufgaben zu machen, damit man sich dann im globalen Kontext möglichst gut und stabil bewegen kann. Aber wie gesagt, nur ich will es jetzt nicht zu sehr ausreizen, aber die Herausforderungen werden mehr. Also wie gesagt, Industrie und Standort, das kostet Geld auf dem Niveau, auf dem wir Industrie bei uns auch erleben und sehen wollen. Und wir sehen andere Länder, die es weit billiger könnten. Also meinst du, dass über kurz oder lang eher das Know-how und natürlich ein attraktiver Standort das schlagende Argument sein wird für Industrie und Industrieprodukte made in Styria? Also ich glaube jetzt, ohne da in die große Preisdiskussion zu kommen, der Preis ist auch schon jetzt nicht unser Argument, um international erfolgreich zu sein. Es ist das Know-how, es ist die Innovationskraft, ja. Es sind unsere Hightech-Produkte, die uns attraktiv machen. Es ist schon lange nicht mehr der Preis, der Österreich hier an die Spitze treibt. Da haben wir schon seit vielen Jahren ein Problem. Und da müssen wir aber aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Ja. Und dass wir auch attraktiv sind für Kunden auf der ganzen Welt, was die Preissituation angeht. Und das haben wir auf den Punkt. Das heißt, das entscheidende Argument war und ist jetzt erst recht die Qualität der Produkte, die immer noch schlagend ist auf der Welt. Jetzt zum Schluss noch, liebe Nina, weil ich habe mich ja sehr auch um dich bemüht und du bist eine sehr gefragte Dame, weil Industrie Herausforderungen hat. Jetzt frage ich dich persönlich, was hat für dich Industrie so sexy gemacht, dass du sagst, genau das ist mein Thema, das ist mein Job, um mich genau mit diesen Herausforderungen auseinanderzusetzen?
Also ich habe das Glück, ich bin mit Industrie aufgewachsen. Ja. Ich komme aus einem Produktionsunternehmen und habe das so ein Stück weit im Blut. Mir hat das immer schon extrem fasziniert zu sehen, wie Dinge entstehen, wie Dinge produziert werden. Bin auch jetzt noch immer Feuer und Flamme, wenn ich die Chance bekomme, einen unserer tollen Industriebetriebe zu besichtigen und ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ich finde das jedes Mal wieder wahnsinnig inspirierend, was alles bei uns gelingt, welche tollen Produkte hier bei uns entstehen, mit welcher, ja, du hast gesagt, die Köpfe rauchen, also mit welchem Know-how hier Dinge erdacht werden, konzipiert, entwickelt und schließlich auch produziert werden. Und ja, wenn man da einmal irgendwie Blut geleckt hat, dann kommt man nicht mehr weg. Und das ist ja das Schöne, wie gesagt, Industrie, man stellt sich was Schwerfälliges vor, genau das Gegenteil ist der Fall und du bist die personifizierte, junge, dynamische Industrie in der Steiermark. Und da bin ich sehr froh, dass du heute mein Gast warst. Zum Schluss, weil wir in der Adventszeit sind, wenn ich jetzt spontan frage, ein Weihnachtswunsch, wenn ich ihn erfüllen könnte, hier in diesem Zauberstübchen bei Vandenberg, was wäre das? Ich glaube, ein Weihnachtswunsch ist, dass man sich generell einfach wieder ein bisschen mehr auf zwei so Kernwerte besinnt, das Thema Zufriedenheit und Dankbarkeit. Mehr gibt es nicht zu sagen. Liebe Nina, danke schön, dass du mein Gast warst. Danke. Ihnen, meine Damen und Herren, wie gesagt, eine schöne Adventszeit wünsche ich Ihnen und wir sehen uns. Wie immer kommen an dieser Stelle in unserem Programm jetzt die Kurznews. Sie kämpfen für Inklusion und setzen sich in Politik und Gesellschaft für die Gleichstellung aller Menschen ein. Die Selbstvertretung der Lebenshilfe Steiermark. Diese Gruppe besteht aus engagierten Menschen mit Behinderungen, die Großes bewegen. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember macht die Lebenshilfe Steiermark auf ihren wertvollen Beitrag aufmerksam. In der Steiermark gibt es pro Jahr rund 50 HIV-Neudiagnosen. 1983 wurde der erste AIDS-Patient im LKH Graz aufgenommen. Damals war die Diagnose ein Todesurteil. Heute, 40 Jahre später, ist ein langes, beinahe beschwerdefreies Leben mit HIV möglich. Anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember macht die AIDS-Hilfe Steiermark auf den richtigen Schutz aufmerksam. Ja, wieder sind wir durch mit unserem Programm und hoffentlich haben wir bei Ihnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nächste Woche gibt es dann wieder neue, spannende Beiträge und vergessen Sie nicht inzwischen auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen. Bis dahin, tschüss und bis bald.